Tolle Zeit und man kann auch so mit, sag ich mal, Musikergrößen und so, die das dann auch leiten, so wirklich zusammenspielen und ein gemeinsames Projekt haben. Solche Leute kennenzulernen, die genauso viel Lust haben wie man selbst, das ist ein unheimlich hoher Wert. Die Musik fühlt sich immer anders an, es ist völlig unterschiedlich, es ist mittlerweile mein drittes Projekt hier und es war immer vollkommen anders. Ich habe festgestellt, dass manche doch immer wieder erstmal ganz verblüfft sind über die Musik, weil sie das so nicht erwartet haben. Ja, Milan ist jetzt 65, denkt man jetzt erstmal eher vielleicht ein anderer Stil. Hier arbeite ich sehr gerne und unterrichte ich gerne, weil die jungen Leute sind am Anfang. Das gefällt mir. Es ist ein sehr interessantes Projekt, finde ich. Ja, da wir quasi auch die, ich würde fast sagen, alte Musik mittlerweile aus den 80er, 90ern von Milan spielen. Doch ja, sehr geprägt ist von dieser Rock-Funk-Zeit. Ich lerne gerne die künstlerischen Leiter kennen und ihre Musik, weil das finde ich das unfassbar Spannende hier an dem Projekt in Sachsen. Dass es einfach für jede Arbeitsphase einen anderen künstlerischen Leiter gibt, der seine eigene Musik mitbringt und man lernt unfassbar viel über die verschiedenen Einflüsse. So, this is better. Okay. Das ist so eine Woche oder so eine anderthalbe Woche, wo so ganz viele junge Leute, die sich halt für Jazz und so eine Musik interessieren, zusammenkommen und das ist dann auch so ein Austausch. Also so ein gemeinsames Musizieren. Ganz wichtig für mich war auch immer, dass man dort Leute kennenlernt, die einfach die gleichen Interessen haben und genauso viel Lust auch einfach drauf haben, Musik zu machen. Mein Fokus ist eher so diese psychische Gesundheit der Musiker im Blick zu behalten. Die Musiker, die hierher kommen, haben aus verschiedenen Bereichen Belastungen. Also da spielt die Schule eine große Rolle, Prüfungsphasen auch in der Uni eine große Rolle. Es geht auch darum, hier ein gutes Gruppenklima zu schaffen. Die Teamdynamik ist, glaube ich, entscheidend, ob eben auch diese Konzerte und die Proben positiv verlaufen. Der Körper schwingt mit. Der Körper ist das Instrument, das den Ton erzeugt. Und wenn der Körper vorbereitet ist, den Ton zu erzeugen, stimmt etwas im Orchester ganz anders oder in der Band, als wenn das nicht der Fall wäre vorher. Das ist damit gemeint, dass der Ton anders wird, wenn sie sich vorher einstimmen. Wenn die dann merken bei den Übungen, dass das gut tut, dass das funktioniert, dann sind die mit dabei. Das ist immer wieder toll, dass in so ganz kurzer Zeit eine Wahnsinnsenergie plötzlich entsteht und die bis tief in die Nacht Musik machen und nicht tot zu kriegen sind. Ja, ich habe, kann ich sagen, nicht erwartet so hohes Niveau.